Herzlich willkommen bei peterfelser.de. Wir sind heute in Niederstaufen und haben den Georg Pasterski aus Berlin bei uns heute zu Gast. Das Thema war Sicherheit, Herr Pasterski. Gibt es eine geostrategische Ausrichtung der Bundesregierung, so wie Sie es heute weltweit mal aufgezeichnet haben? Gibt es sowas eigentlich bei uns in Deutschland? Eine geostrategische Ausrichtung, eine Strategie? Nein, gibt es nicht. Also es gibt zwar das Weißbuch, aber das ist keine geostrategische Ausrichtung. Es gibt auch kein sicherheitspolitisches Konzept der Bundesregierung. Man müsste sagen, kein Konzept zu haben, kann auch ein Konzept sein. Ich denke, dass die Regierung hier sträflich ihre Hausaufgaben vernachlässigt. Trump will sich ja jetzt ein bisschen mehr zurückziehen, beziehungsweise fordert mehr von den Europäern. Ist das vielleicht dann der Impetus, dass in Europa etwas mehr passiert in die Richtung? Ja, ich hoffe es. Ich glaube, es ist die große Chance für die Europäer, dass sie sich etwas mehr von den USA emanzipieren. Ich denke, es ist auch richtig, was Trump sagt, denn die Europäer haben in den letzten Jahrzehnten ihre Sicherheit sträflich vernachlässigt, ihre äußere Sicherheit sträflich vernachlässigt. Das sieht man am Einsatzbereitschaftsstand der Bundeswehr, der wirklich beklagenswert ist. Und ich hoffe, dass diese Einstellung Trumps jetzt dazu führt, dass die Europäer umdenken. Wir werden es beobachten und mal genauer hinsehen. Jetzt noch eine Frage zur inneren Sicherheit. Wir haben jetzt die Diskussion Fußfesseln für Gefährder, Burka-Verbot, viele aktionistische Aktivitäten. Hat die Bundesregierung das im Griff, dieses Thema? Also ich denke, sie hat es nicht im Griff. Vor allen Dingen stellen wir ja fest, dass sie vielen Forderungen, die die AfD schon gestellt hat, einfach nachhechelt. Wir haben in Berlin beispielsweise ein Sicherheitskonzept vorgelegt für die innere Sicherheit, ein sehr umfangreiches, und haben dann festgestellt, dass dann wieder einzelne Dinge rausgenommen werden. Man stellt einfach fest, diese Regierung handelt auf Zuruf, handelt dann, wenn es notwendig ist, aber ein übergreifendes Konzept gibt es nicht. Jetzt zum Abschluss noch eine ganz andere Frage, aber viele Mitglieder von uns interessieren sich dafür. Wie sehen Sie die Ukraine-Krise? Wie sehen Sie die Brücke nach Russland? Sind wir nur nach Westen orientiert oder gibt es da was, was Sie uns mitgeben können auf dem Weg? Ja, ich denke, dass leider die Bundesregierung und gerade die Kanzlerin in den letzten Jahren das Verhältnis zu Russland sträflich vernachlässigt hat. Wir dürfen bei aller Zusammenarbeit, die wir mit Russland anstreben, dürfen wir natürlich nicht die Sicherheitsinteressen der Ukraine vernachlässigen. Es muss hier ein ausgewogenes Verhältnis sein. Auf der anderen Seite denke ich, wenn man wieder ins Gespräch miteinander kommt, wenn man wieder Handel treibt, wenn man wieder gemeinsame Sicherheitsinteressen formuliert, dass man auch Lösungen für die Ukraine finden kann. Nur setzt das voraus, dass man tatsächlich miteinander redet. Und ich denke, auch die Sanktionen, die ja in der Regel nicht die Regierung treffen, sondern meistens die Bevölkerung, sind nicht nur überflüssig, sondern sie müssten eigentlich abgeschafft werden. Vielen Dank, Georg Pasterski aus Berlin, hier bei uns im Allgäu. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ade.